Wir befinden uns in einer komischen Situation. Das heißt, wir leben in einer, wie heißt offiziell, epidemischen Lage von nationaler Tragweite. So hat es zumindest der Bundestag Anfang März festgestellt und ein neues Gesetz dazu beschlossen. Und es handelt sich natürlich um Corona, um die Pandemie. Wenn die Politik etwas beschließt, darf der Bürger natürlich Fragen stellen und auch die dementsprechenden Beschlüsse und Anordnungen kritisieren. Das meinte zumindest unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Und das wollen wir heute tun. Dazu begrüße ich aus Berlin zugeschaltet unsere beiden Bundestagsabgeordnete für den Stimmkreis, glaube ich, nennt sich's, Freising, Pfaffenhofen und Teilen von Neuburg-Schrobenhausen. Meine Herren, ich begrüße Sie. Grüß Gott. Grüß Gott zusammen. Danke, dass Sie die Zeit gefunden haben. Lassen Sie uns über Corona reden. Diese Woche war ja Sitzungswoche. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass Sie letzte Woche in Ihrem Stimmkreis waren. Das heißt also in den Landkreisen Freising, Pfaffenhofen, Neuburg-Schrobenhausen. Herr Elsdorfer, wie war denn die Stimmung dort? Was haben Ihnen die Leute denn erzählt oder was haben Sie gefragt? Welche Sorgen haben Sie denn da mitbekommen? Ja, also es ist so, dass auch letzte Woche Sitzungswoche war. Wir haben eine Doppelsitzungswoche und man merkt natürlich ganz deutlich, dass einfach eine gewisse Verunsicherung in der Bevölkerung zu spüren ist, dass auch eine Angst zu spüren ist. Wie geht das Ganze weiter? Wann hat man eine Lösung, dass man dagegen steuern kann? Wo also ganz, ganz viele diesen medizinischen Bereich einfach auch so wie im Frühjahr schon in den Fokus gerichtet haben. Das andere ist natürlich, dass diejenigen, die hier aus diesen ganzen Debatten und aus dieser Entscheidungslage dann natürlich auch mit Einschränkungen zu rechnen haben, die ja dann seit Montag in Kraft getreten sind, dass da einfach auch Existenzangst da ist. Das ist ganz, ganz wesentlich, dass man hier sagt, ja, wie geht es denn weiter? Die unverschuldet in eine Situation kommen, wo nicht nur der medizinische Bereich, wo Leib und Leben bedroht ist, sondern wo vor allem auch die Existenz bedroht ist, wo man sagt, ja, was passiert denn mit meinem Geschäft, das ich mir über Jahrzehnte aufgebaut habe, das wir als Familie vielleicht sogar betreiben, wie geht es denn hier weiter, wie lange können wir das überhaupt noch halten? Da merkt man, dass viel Angst natürlich dabei ist und deshalb war es uns auch wichtig, dass wir hier mit diesen Maßnahmen, die dann entschieden worden sind, wo man viele Dinge natürlich versucht, mit Geld zu lösen und mit anderen Maßnahmen zu lösen, dass man einfach den Menschen eine Perspektive geben muss und dass man den Menschen auch erklären muss, warum, wieso, weshalb, wenn man weiterhin auch die Zustimmung für diese Maßnahmen und für die Vorgehensweise erhalten will. Herr Huber, an Sie dieselbe Frage. Okay, ich habe mich getäuscht, es war eine Doppelsitzungswoche, also waren Sie auch letzte Woche in Berlin. Aber was hat man denn an Sie herangetragen, als Sie zuletzt in Ihrem Stimmkreis waren? Ja, bei mir ist es natürlich auch so, dass mich teilweise Leute im Wahlkreisbüro besuchen, bei uns in Pulling oder in Rohrbach, dass wir natürlich auch Gespräche führen auf der Straße unter anderem, aber auch natürlich im Alltag, alleine beim Einkaufen, kommt man auch mit den Leuten ins Gespräch, auch obwohl viele natürlich dann beim Einkaufen vor allem eine Maske tragen. Man merkt aber schon, dass die Stimmung am Kippen ist. Und was wir am Anfang immer gesagt haben und der Herr Ilsdorf jetzt gerade auch nochmal betont hat, dass man nämlich diese Maßnahmen, die ergriffen wurde, erklären und auch beweisen muss, da haben wir am Anfang schon gesagt, die unsere Lage, die muss man tatsächlich erstmal belegen anhand von Zahlen, Daten.
Und das sind natürlich diejenigen, die diese Maßnahmen ergreifen, die Grundrechte einschränken, Freiheitsbeschränkungen den Bürgern eben auferlegen, in der Beweispflicht da immer wieder zu sagen, dass das Ganze verhältnismäßig oder angemessen ist und dass die Maßnahmen auch wirksam sind. Und das fehlt uns, ehrlich gesagt. Uns fehlt am Anfang schon, dass wir diese Maßnahmen nicht zugestimmt haben, dass wir auch die Bedingung gestellt haben, man muss das immer wieder überprüfen, mindestens alle 4 Wochen, besser sogar, wenn man es jede Woche überprüft und dann auch dem Parlament vorlegt, weil diese Maßnahmen letztendlich so weitreichend sind, nicht nur, dass die Parlamentsrechte eingeschränkt sind, sondern dass eben da draußen bei den Leuten das in den Alltag hineingeht. Und das muss man dann immer wieder beweisen, wozu die Regierung in der Pflicht ist, meiner Meinung nach. Herr Huber, darauf möchte ich gleich kommen. Und zwar, ich habe es eingangs erzählt oder eingangs erwähnt, das Parlament hat ein Gesetz beschlossen. Wie lautet es nochmal genau? Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Also, das Parlament hat dieses Gesetz beschlossen und hat gleichzeitig dadurch nicht im Pandemiegesetz, sondern im Infektionsschutzgesetz so eine sogenannte, ja, größere Klausel aufgemacht, indem sie den Behörden und dem Gesundheitsminister weitreichende Rechte eingeräumt haben. Das lief jetzt seit einem Dreivierteljahr. Mittlerweile hört man aus dem Parlament, übrigens auch vom Parlamentspräsidenten und seinem Vize: Moment, das geht uns zu weit. Wir wollen als Parlament, als Legislative, als die Kraft, die eigentlich Gesetze verabschiedet, wir wollen da wieder was zurückhaben. Die Ermächtigungen, wir wollen gefragt werden, wir wollen bestimmen und vor allen Dingen, es scheint so, da es ja über 70 Gerichtsentscheidungen gibt, die bestimmte erlassene Verfügungen wieder zurückgeschraubt haben, wir wollen das auch gesetzesfest machen. An Sie als Parlamentarier die Frage: Sie beide sind Vertreter der Legislative, also der gesetzgebenden Gewalt. Im übertragenen Sinne, wie fühlten Sie sich denn jetzt das letzte Dreivierteljahr als Reiter ohne Pferd, Herr Ilsdorfer? Also ich fühle mich mit Sicherheit nicht als Reiter ohne Pferd und ich kann hier nochmal unterstreichen, dass es in keiner Phase, in irgendeiner Form mir das Gefühl hochgekommen ist, ich werde in diesem Prozess übergangen oder nicht gefragt. Es ist vollkommen klar, dass wir im Parlament hier diese Themen natürlich diskutieren. Es ist völlig klar, wir haben über 70 Parlamentsdebatten zu diesem ganzen Komplex gehabt, in verschiedensten Ausschüssen. Und was natürlich für uns auch wesentlich ist, ist die wöchentliche Fraktionssitzung, die wir zwar anders wie sonst, nicht in persönlicher Präsenz, aber natürlich über die digitalen Medien, teilweise zwischen 6 und 8 Stunden geführt haben, die wir bis ins kleinste Detail auch diskutiert haben. Und wir haben ja dann als Landesgruppe Bayern, haben wir ja dann auch am Montag immer die Möglichkeit, uns hier mit einzubringen in die ganzen Verfahren, in die ganzen Entscheidungsprozesse, natürlich auch die Sondersitzungen, wenn unser Ministerpräsident in Berlin mit Kanzlerin und Co. zusammen ist. Habe ich denn das Das falsch dargestellt? Sie diskutieren zwar drüber, aber beschließend können Sie nichts. Also Sie dürfen mir glauben, dass wir in der Landesgruppe, wenn wir beieinander sind, und Markus Söder oder auch der Florian Herrmann, der ja ebenfalls im Wahlkreis wohnt, dass wir hier die Dinge schon so anbringen und unsere Repräsentanten, die zwar jetzt nicht mich als Bundestagsabgeordneten, sondern natürlich als Parteivorsitzender, der Markus Söder auch vertritt, dass wir dem schon sagen, was wir empfinden und was wir brauchen und was für notwendig ist. Und das beste Beispiel ist natürlich jetzt gerade auch hier mit den Wirten, wissen Sie schon, da diskutieren wir diese Dinge schon so, da man sagt, 75% ist ja in Ordnung, aber wir dürfen dann natürlich hier nicht den Fehler machen und sagen, ja, und dann reicht's,
sondern wenn wir zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, wenn wir weiterhin den Straßenverkauf und dergleichen aufrechterhalten wollen, wo natürlich auch die Versorgung der arbeitenden Bevölkerung zum Mittagstisch und dergleichen betrifft, ja, dürfen Sie uns natürlich schon glauben, dass wir sagen, Freunde, gell, nicht bei 75% dicht machen, sondern das kommt dazu. Diese 75% muss man der Gastronomie und all diejenigen, die hier die Versorgung der Menschen sicherstellen, das muss man ihnen lassen. Und Gott sei Dank sieht er ja das selber auch so. Aber da bringt Bayern sich natürlich ein und da muss man halt diesen Weg wählen. Und von daher hat bei uns keiner irgendwie, das ist ein Punkt, den ich nicht unbedingt so verstehe. Vielleicht ist das in der Opposition anders, das räume ich ein, das ist klar. Wenn man hier nicht in den Entscheidungsgremien wirklich dann ja auch Mehrheiten hat, sondern im Endeffekt begleitend eher dabei ist, dass man dann natürlich das vielleicht anders sieht. Aber für die Regierungsparteien, ob CDU, CSU und sicher auch bei der SPD, habe ich diesen Punkt, wir wären nicht beteiligt als Parlamentarier, auch wenn wir anders beteiligt sind. Das gebe ich zu. Wir sind hier nicht unterversorgt mit Informationen und mit der Möglichkeit der Einbringung. Sie haben es gerade erwähnt, die Geschichte mit den Gastronomen. Ich habe heute gelesen, im Spiegel, glaube ich, war es, da haben ja der Wirtschaftsminister und der Finanzminister gerade ein Papier entwickelt, weil das ja bei der ersten Pandemie nicht so wahnsinnig, ich sage es jetzt mal übertrieben, nicht so wahnsinnig toll klappte, dass diesmal die Solo-Selbstständigen, die Wirte, die Schauspieler besser finanziell versorgt werden sollen. Aber wie gesagt, das wird wahrscheinlich heute, morgen, übermorgen verkündet werden. Aber okay, Herr Huber, sehen Sie das auch so, wie es jetzt gerade Ihr Kollege geschildert hat, oder sehen Sie das gänzlich anders? Also ich sehe das gänzlich anders, weil natürlich die demokratischen Rechte eingeschränkt wurden. Mit der Feststellung der epidemischen Lage nationaler Tragweite hier im Bundestag, die eben von der Mehrheit getragen wurde, von der CDU/CSU, von der SPD, aber auch von den Oppositionsparteien FDP, Grüne und Linke, haben nur wir da nicht zugestimmt. Und wir haben deswegen nicht zugestimmt, weil einerseits die Entscheidungsbefugnis noch viel mehr auf den Bundesgesundheitsminister gelegt wurde, einerseits, und dadurch natürlich auch die Parlamentsrechte ein Stück weit dann außer Acht gelassen wurde, in vollem Bewusstsein. Und natürlich ist es so, wenn man einer regierungstragenden Fraktion angehört, dann hat man natürlich bessere Möglichkeiten, zu den Entscheidungsträgern vorzudringen. Es ist aber schon so, dass sich auch die Mitglieder der Regierungsfraktionen, die ja bisher immer auch im Bundestag zumindest dann auch durch die Mehrheit dann abstimmen konnten, wo es lang geht, sich ein Stück weit ihre eigenen Rechte aus der Hand nehmen haben lassen. Weil jetzt ja nicht mehr der Bundestag oftmals in vielen Entscheidungen abstimmt, sondern dieses Land und auch der Freistaat Bayern regiert werden von sogenannten Verordnungen. Und da spitzt sich die demokratische Mitbestimmung. Wir sind ja gewählt von den Bürgern. Da stehen dann ja viele, nicht nur Prozente, sondern viele tausende Bürger dahinter, hinter Mandatsträgern. Die sind ein Stück weit außer Acht gelassen worden, weil sich die ganze demokratische Mitbestimmung eigentlich immer mehr zuspitzt auf wenige Personen, die wir dann in der Bundesregierung finden oder in der Landesregierung. Und von daher sieht es wirklich gänzlich anders und möchte das wieder zurückführen, was mittlerweile auch Bundestagspräsidenten oder Bundestagsvizepräsidenten auch sagen, dass diejenigen, die gewählt wurden, den Auftrag erhalten wurde, auch in einer Diskussion und in einer Abstimmung die beste Lösung für dieses Land zu finden, dass die dann auch wieder beteiligt werden an der ganzen Sache. Okay, also auch da gäbe es ja etwas, und zwar, da sitzen Sie näher dran als ich. Ab morgen wird im Parlament ja genau über diese Sache diskutiert und was man denn wieder ins Parlament zurückholen darf. Es geht da unter anderem um das dritte Gesetz zum Schutze der Bürger. Aber okay, ja, jetzt darf ich Sie schmunzeln, so haben Sie da noch eine Anmerkung dazu? Also als Anmerkung möchte ich nur sagen, es ist ja nicht so, dass diejenigen, die im Landtag ihre Arbeit tun, dass sie nicht von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt sind. Also das sind ja auch Volksvertreter und ich glaube, dass der Ministerpräsident und auch die jeweiligen Landesgesundheitsminister hier eine differenzierte Meinung haben und dass man hier im starken Austausch ist. Außerdem glaube ich, darf man nicht vergessen,
dass wir natürlich immer eine Regierungsform aus Bundesrat und Bundestag haben, gell, wo eine Länderbeteiligung im Föderalismus völlig normal ist und die Umsetzung der Maßnahmen läuft ja auch über die Länder. Wir sind die Gesetzgebung, das ist klar. Wir geben die Richtungen vor. Und dass man hier die Länder möglichst früh beteiligt, glaube ich, ist ein großer Vorteil in der Demokratie. Und wir sehen ja auch, wie unsere Ministerpräsidenten, egal von welchen Gruppierungen und Parteien, dass die ja hier um Lösungen ringen. Es ist ja hier, und das glaube ich, zeigt auch die Stärke dieser Demokratie und dieses Landes auch, dass wir auf einmal wenig Farbenspiel haben. Dass es völlig egal ist, ob der Ministerpräsident von Baden-Württemberg ein Grüner ist oder ob es einen roten oder sogar einen linken Ministerpräsidenten betrifft oder ob der von CDU oder CSU ist. Hier sind ja wirklich die Farben auch beteiligt und es sind alle Parteien dort beteiligt, die auch im Deutschen Bundestag vertreten sind. Also das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man das hier auf den Punkt rüberbringt, dass alle demokratischen Parteien hier auch ihren Einfluss haben. Und ich gebe natürlich dem Kollegen Huber recht, dass es sicher etwas ausmacht, wenn man Leute, die man lange kennt, wie jetzt in meinem Fall halt mit Markus Söder, dass das natürlich ein Vertrauensthema ist und dass der Markus Söder natürlich vielleicht anders drauf hört, wenn von seinen eigenen Leuten etwas kommt, die er über 20 Jahre kennt, wie wenn jetzt halt vielleicht von der AfD, die ja doch eher am Anfang ihres politischen Wirkens sind, dass er da vielleicht auch nicht drauf hört oder dass er sich das vielleicht anstandshalber anhört, dass zumindest die Minderheitsrechte gewahrt sind. Das, glaube ich, ist ein entscheidender Punkt, dass man hier trotzdem ein System hat, wo man diese Themen einfach auch debattiert. Aber ich muss schon auch sagen, das ist ja nicht so, dass wenn ich sehe, dass irgendwelche Infektionszahlen steigen und wir Sitzungswoche in 2 Wochen wieder haben, dass man sagt, hey, jetzt lassen wir es halt dabei lassen Ja, und glaube dann ich auch nicht. interessieren wir uns ein bisschen lustig sein. Nein, das geht nicht. Nee, Wir das glaubt auch haben kein Mensch. eine Krisensituation und mit einer Krisensituation brauche ich ein Zugriffsrecht, dass man schnell, flexibel, unbürokratisch, aber trotzdem demokratisch reagieren kann. Aber es ist natürlich schon ein Vertrauensbeweis. Und das ist halt auch der Punkt, warum sich die AfD damals auch enthalten hat und die anderen demokratischen Parteien haben gesagt, ja, wir unterstützen dieses Vorgehen. Mir ist aber auch klar, dass es kein Dauerzustand ist, mit Verordnungen in ein Land zu regieren. Das ist normal, sonst bräuchten wir diese ganze Systematik nichts. Aber das ist so wie mit dem Thema Datenschutz. Sie kennen mich jetzt auch schon ein paar Jahre, Sie wissen, dass ich für Datenschutz bin, dass ich für sichere Daten bin und dass das auch gewährt sein muss, dass das Ganze passt. Aber es darf halt nicht so sein, dass der Datenschutz zum Beispiel bessere Versorgung oder neue Medikamente oder alles, was dazugehört, im Endeffekt so einschränkt, dass man den Menschen nicht helfen kann. Und wenn ich die letzten Monate herschaue, haben mich diejenigen, die betroffen waren oder die einfach Angst gehabt haben, die haben mich gefragt, wie kann man sich schützen, wie kann man heilen, wie kann man überleben, was kann man sonst noch tun, wo gibt es die beste Einrichtung? Das war das Entscheidende. Da habe ich nicht über Datenschutz eine Frage oder was bekommen. In solchen Krisenzeiten muss man handlungsfähig sein, da muss man draufgehen und da muss man lösen. Und Okay, zwar miteinander. jetzt haben Sie auch die erste Frage nochmal beantwortet, was die Leute so ein bisschen an Sie herangetragen haben. Was mich aber nochmal zu einer direkten Frage bringt, weil Sie gesagt haben, das haben wir so entschieden am 25. März. Haben Sie auch mit abgestimmt? Es ist so, wir haben das in der Fraktion besprochen und wir haben natürlich hier die Möglichkeit, unsere Meinung zu sagen. Und das ist auch wichtig, auch bei der Ausgestaltung, Nee, ich meinte, wenn man darüber spricht. ob Sie Es hat waren hier keine Beschlussfassung gegeben, aber es ist völlig klar gewesen und es war auch einstimmig, dass man so vorgeht. Und von Genau. daher fühle ich mich nicht auch in irgendeiner Form übergangen. Und es haben ja auch die Oppositionsparteien, ob das die FDP war oder auch die Grünen, die haben ja am Anfang dieser Pandemie, haben sie ja diese Beschlüsse komplett mitgetragen. Aber es ist auch für mich selbstverständlich, dass man auch wieder zu einer Systematik zurückkehrt, wo man sagt, das Parlament
darf nicht nur beteiligt werden, sondern das Parlament muss auch hier, was die endgültigen Entscheidungen und das gesetzgeberische Verfahren betrifft, natürlich vollkommen dabei sein. Aber ja, Gesetzgebung heißt natürlich auch, dass man hier in einem gewissen parlamentarischen Prozess anstößt, dass die Bundesratsbeteiligung dabei ist, dass man in die Anhörung geht. Aber im Endeffekt, wenn sich diese Lage ja so zuspitzt, wie wir es aktuell haben, dann können wir nicht Gesetze hier machen, weil die einfach einen anderen Vorlauf haben. Deshalb braucht man Verordnungen. Herr Elsdorfer, Sie sollten das nicht zerreden. Ich hatte eine einfache Frage gestellt. Und ich habe Ihnen eine einfache Antwort gegeben, die man aber dann auch verstehen kann. Ob Sie damals am 25. im Parlament waren und mit abgestimmt haben? Wie bitte? Ob Sie am 25. im Parlament waren und mit abgestimmt haben? Nein. Alles Nein. klar, das wäre ja Nein. nur die Aber auf das, was Sie hinaus haben, ist ja eine Verknappung. Eine Verknappung, wo man verkürzt und wo man dann den Menschen sagt, das ist okay. Die waren ja nicht einmal dabei, die haben ja nicht abgestimmt. Sind das Marionetten oder so? Diese Nein. Diskussion kenne ich. Aber das ist eine Verknappung der Situation. Ja gut, dann, keinem Menschen, wenn der Jostorfer mit abgestimmt hat, dass wir das Richtige tun in 6 Wochen. Aber es nützt den Menschen, wenn diejenigen, die hier in der Position auch sind, die Legitimation von Abgeordneten auch haben, dass sie schnell handeln, dass man Leib und Leben schützt. Das ist die unterschiedliche Systematik. Das wollte ich nur darstellen. In die Situation wollte ich Sie auch nicht bringen, sondern einfach, kein Problem. Es diente nur der Klarstellung. Aber okay, jetzt muss ich der Fairness halber natürlich auch den Herrn Huber nochmal fragen. Von Ihnen weiß ich, weil es gab vor dieser Abstimmung, die wir jetzt gerade angesprochen haben, gab es ja 1,5 Stunden vorher im Parlament eine namentliche Abstimmung. Daher weiß ich, dass Sie da dabei, also enthalten geführt wurden. Und gut, wir haben jetzt lange über dieses Thema gesprochen, aber zum Abschluss dieses Fragenkomplexes. Gibt es da noch Einwände von Ihnen oder andere Sichtweisen? Ja, danke für die Gelegenheit, um das nochmal zu erklären. Wir haben deswegen in der übergroßen Mehrheit als Fraktion auch uns enthalten in der Frage, weil uns das Ganze noch zu frisch und zu kurzfristig war. Ich wage zu behaupten, auch ein Jens Spahn als Bundesgesundheitsminister hat behauptet, dass er an dem Tag, wo wir das beschlossen haben, noch gar nicht Einsicht hatte über alle Daten, die ihm dann ein paar Tage später erst vom Robert-Koch-Institut, was ja früher das Bundesgesundheitsamt war und geheißen hat, also praktisch von seiner Behörde, seien die Daten ja dann stückchenweise auch erst übermittelt worden, wobei es natürlich zur Ehrlichkeit auch gehört, dass es dort jeden Tag eine Lageanalyse zur Besprechung gab und dort natürlich schon auch die gesundheitlichen Daten immer wieder betrachtet wurden. Aber wir in der Opposition waren eben vor der Debatte gestanden und das haben wir auch intern wirklich auch durchdacht, dass wir uns da gar nicht entscheiden können, weil diese Daten vom Robert-Koch-Institut, die dann aber erst ein paar Tage später rausgekommen sind, die haben dann uns im Endeffekt recht gegeben, weil sie eindeutig gesagt haben, dass diese sogenannte erste Welle, die wir erlebt haben, die ist eigentlich schon abgeebbt und war eigentlich schon vorbei, als der Bundestag beschlossen hat, dass wir einen Nachtragshaushalt machen und dass der Bundestag auch diese epidemische Lage beschließt. Das war zu einem Zeitpunkt, wo auch das Robert-Koch-Institut die Zahlen rausgebracht hatte und gesagt hat, die Reproduktionsrate ist unter 1 bereits gesunken und deswegen wären die Maßnahmen auch aus unserer Sicht gar nicht nötig gewesen, hat uns recht gegeben im Nachhinein, weil wir da einfach Geduld bewahrt haben. Wir haben mittlerweile auch 3-mal den Antrag gestellt, die epidemische Lage nationale Tragweite eben aus diesem Grund aufzuheben und wir können uns vielleicht noch zum letzten Mal an die Aussage von Jens Spahn erinnern im Sommer, vor wenigen Wochen oder Monaten. Der hat dann auch gesagt, als er unter Druck geraten ist, immer mehr von den Bürgerprotesten auch auf der Straße, auch bei Besuchen auf der Straße immer wieder auch angegangen wurde, dass wenn sie heute nochmal in der Lage wären, dass sie das eigentlich nicht mehr beschließen würden. Leider haben die letzten Tage und auch Wochen jetzt wieder das Gegenteil bewiesen, dass jetzt mit diesem zwar leichteren Lockdown, als wir es beim ersten Mal hatte, aber es ist ein weiterer Lockdown, ein zweiter Lockdown, dass es doch wieder so gemacht wurde wie beim ersten Mal. Okay, also jetzt ist durchaus rübergekommen, hier ist Kontroversen, das ist klar. Jetzt will ich aber was zu etwas Verbindendem kommen. Ich gehe mal davon aus, dass viele nicht wissen, dass Bundestagsabgeordnete
nicht nur im Plenum sitzen, sondern auch in Ausschüssen. Und die Bürger unserer Landkreise, also Freising, Pfaffenhofen und Neuburg-Schrobenhausen, haben, so finde ich, mit Ihnen beiden zwei Abgeordnete in sehr ja, speziellen Ausschüssen, die in dieser Corona-Pandemie, also Vorteil haben. Wenn man einen Vorteil rauspicken möchte, dann wäre das ein Vorteil, dass Sie beide in sehr interessanten Ausschüssen sitzen. Also ich zitiere mal, Sie, Herr Elsdorfer, sind ja Mitglied im Gesundheitsausschuss. Ich weiß auch, dass Sie sich nicht nur im Parlament und pro forma, sondern auch außerhalb Ihrer parlamentarischen Tätigkeit sehr für Gesundheitsthemen interessieren. In diesem Gesundheitsausschuss, und das ist jetzt das Interessante, geht es zum Beispiel darum, da geht es um die medizinische und pflegerische Versorgung von Patientinnen und Patienten. Das ist ja genau der Punkt, der jetzt bei Ihnen im Ausschuss wahrscheinlich ja, die Luft brennen lässt, weil wir sehen ja jetzt gerade wieder in der Diskussion, Moment, was hat sich getan? Wir haben ja einen Fachkräftemangel auf diesen Stationen. Geht ja durch alle Nachrichten, dass das, wenn es jetzt noch schwieriger wird, wenn die Zahlen ansteigen, dann haben wir ein Problem. Viele sagen, okay, es hat sich hier, wir wussten das seit März, jetzt haben wir November, es hat sich nichts geändert, jetzt stehen wir wieder vor der Situation. Also habe ich recht, dass in diesem Gesundheitsausschuss, gerade die Luft brennt? Also es ist natürlich klar, dass wenn man in einem Ausschuss tätig ist, der sich mit diesem Hauptthema der aktuellen politischen Diskussion und der Situation im Land mitarbeiten darf, dass hier natürlich eine ganz andere Schlagzahl aktuell ist wie sonst. Und wir sind natürlich hier gefordert mit vielen, vielen Themen, die jetzt, obwohl wir sie ja auch wussten, es ist ja nicht so, dass der Fachkräftemangel jetzt ein Thema ist, der erst durch Corona ausgelöst worden ist. Also wir wissen das seit vielen Jahren und wir versuchen mit verschiedensten Möglichkeiten dem entgegenzutreten. Und wir wissen auch, dass wir natürlich eine Situation haben im Pflegebereich, wo wir sagen, wir brauchen jede helfende Hand am Bett und am Patienten. All diese Dinge treten jetzt nur mehr in die Öffentlichkeit und bekommen die Aufmerksamkeit, die sie eigentlich auch schon vorher bekommen hätten sollen. Das ist immer aber schwierig, wenn man sich gegen Themen durchsetzen muss. Wir haben das Thema Klimawandel, wir haben das Thema Energie, wir haben natürlich die Unruhen, ob in der Ukraine, in Russland, all diese Themen, die uns natürlich immer in dem Tagesgeschäft auch halten. Aber jetzt, wo es jedem Einzelnen natürlich betrifft, wo das Thema Krankenhausversorgung, das Zusammenspiel aus niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern, wo das Thema Rehabilitation, wo der Bereich natürlich auch, dass man sagt, haben wir überhaupt genügend Medikamente? Gell? Sind wir als Europäer oder auch in Deutschland in der Lage, dass wir Dinge produzieren, die wir jetzt brauchen? Also von Wundstoffen, von allem, was dazugehört, Beatmungsgeräte, das Thema Masken, sagen wir uns doch ehrlich, wen hat vor 2 Jahren das Thema Masken interessiert? Gut, jetzt interessiert es alle. Genau so ist es und das ist genau der entscheidende Punkt, hier Lösungen zu schaffen. Höre ich jetzt aus Ihrer Antwort raus, es hat der Druck aus der Öffentlichkeit gefehlt, damit man da jetzt irgendwie ein bisschen ja, mit Nachdruck diese Geschichten sieht? Nein, wenn man also keine Verknappung hat, dann sind das alles Themen, die zwar präsent sind, die man aber dann nach einer Priorisierung abarbeitet. Und wenn ich natürlich das Thema habe, dass wir Firmen in Deutschland haben, zum Beispiel in Lübeck mit Träger, die Beatmungsgeräte herstellen, die Weltmarktführer sind, und auf einmal ist es so, dass man sagt, ja, diese Geräte, die wir sonst produzieren und auch teilweise das Ausland noch mit bedienen, damit, das reicht nicht. Und ich brauche anstatt, ich sage jetzt einmal, die produzieren ungefähr 25.000 bis 30.000 Geräte im Jahr und auf einmal sind die Bücher so gestellt, dass man sagt, wir brauchen 300.000.
dann verändert es die Situation. Und dann ist die Frage, was man macht. Und wir haben da bei uns sogar in Ingolstadt eine Firma, die Firma Trimatec, die sich dann aus der Automobilwirtschaft in dieser Phase, wo sie nicht arbeiten konnten, dass man da hergegangen ist und dann etwas entwickelt hat aus bestehenden Einzelteilen, das jetzt Marktreife erreicht hat, das bereits jetzt im Einsatz ist in Beirut. Da wo ich sage, das ist ein Wahnsinn, welche Kraft dieses Land auch entwickelt, wenn eine Notsituation da ist. Aber sie hat anscheinend, das müssen wir begleiten. Unser Land hat anscheinend zu wenig Kraft entwickelt, den Fachkräftemangel irgendwie zu beheben. Weil was hilft es, wenn zum Beispiel so ein Trägergerät irgendwo steht, aber niemand da ist, der es bedienen kann? Und Sie wissen es vermutlich besser als ich. In der Intensivmedizin ist der Aufwand wesentlich größer als in der normalen Betreuung. Kommt da was? Hat man da? Ich meine, Sie sehen ja den Fachkräftemangel ja auch, haben Sie ja gerade erklärt. Ganz klar. Wie kann man den jetzt auf die Schnelle beheben oder kann man das gar nicht? Nein, ich glaube, dass man auf die Schnelle gar nichts kann. Ich glaube, dass man diese Dinge, die mit Personal und mit Menschen zu tun haben, dass das ein langfristiger Prozess ist und dass wir jetzt uns behelfen mit allen Ressourcen, die wir haben. Und wir wohnen natürlich auch in einer Region, wissen Sie, wenn wir zwischen 1,8 und 2,2% Arbeitslosigkeit haben, dann ist es ja nicht so, dass wir hier aus dem Vollen schöpfen können. Ja. Und da muss man natürlich schon auch eine Balance hinbekommen, wo man sagt, wir möchten dieses Land ja nicht in eine Richtung verändern, wo wir nur aus dem Ausland Personal holen, wo wir dann falsche Kompromisse auch machen. Es spielt natürlich schon, wenn ich in der Pflege schaue, einen wesentlichen Punkt, aus welchem Land die Pflegekräfte kommen. Für mich ist Kommunikation und das Reden mit dem Patienten wesentlich. Und ich habe das selber beim Pflegeprozess meines Vaters erlebt, dass wir in so großer Not waren, dass wir als Ausland über einen Vermittler jemanden hatten. Und ich komme halt dann heim und sage, und wie war die Woche, wie geht es meinem Vater? Na, sagt die Person, Nudelsuppe gut. Und dann frage ich das Gleiche nochmal und nochmal und kriege immer die gleiche Antwort. Ja, so stelle ich mir nicht Pflege vor. Das ist nicht der Ansatz von Pflege. Wir müssen schon noch schauen, dass wenn wir auch aus Ausland zurückgreifen, dass die Qualität der Pflege passt, dass aber auch die Kommunikation passt, weil das ist wesentlich. Und dass wir natürlich auch sehr, sehr sensibel damit umgehen müssen, aus welchem kulturellen Bereich das sie kommen. Das ist kein Schnellschuss oder was, das ist überhaupt nicht möglich, weil auch in diesen Ländern, die jetzt natürlich auch von der Pandemie betroffen sind, die Leute gebraucht werden. Und das kann man auch mit Geld nicht lösen und das möchte ich auch nicht, weil es das eher zu europäischen Verwerfungen kommen würde. Und von daher ist jedes Land verpflichtet, selbst ein System aufrechtzuerhalten, wo man sich selbst hilft, wo man seine Probleme auch selbst löst. Und das ist ein langer Weg und ich bin der Überzeugung, dass der nur mit Ausbildung, mit ordentlichen Arbeitsbedingungen und auch mit korrekter Bezahlung zu tun hat. Bloß eines muss auch klar sein, dass man hier in solchen Situationen, wenn wir bei der Pflege bleiben, wir können nicht eine Woche die Eigenbeteiligung für alle festführen und sagen, wir werden hier nichts ändern. Wir werden es auch nicht hinbekommen, dass wir 10-15% Gehaltssteigerungen oder was haben und trotzdem ordentliche Gehaltssteigerungen haben. Da ist die nächste Stufe dann zaubern. Deshalb muss man abwägen, muss das ordentlich, fachlich, inhaltlich, sachlich an Mann und Frau bringen und generell immer wieder die Situation so hinbekommen, dass wir dafür werben und dass wir überzeugen. Also zaubern können wir nicht. Das heißt, das, was wir jetzt erleben, und wenn die Zahlen noch weiter nach oben gehen, dann haben wir weiterhin ein Problem. Aber okay. Ein Riesenproblem. Ja. Das ist besorgniserregend, aber okay. Ja. Herr Huber, ich habe ja von beiden Abgeordneten gesprochen, dass beide in, für meine Begriffe, was Corona anbelangt, sehr interessanten Ausschüssen sitzen. Das heißt, Sie sitzen zum einen im Petitionsausschuss und gleichzeitig im Familienausschuss. Also das heißt, auf der einen Seite haben die Familien Sorgen mit Kindern und Schule und Masken tragen und auf der anderen Seite beschweren sich Leute wahrscheinlich, hallo, ich muss eine Petition starten, so geht das nicht. Können Sie uns mal mitnehmen, was läuft in diesen beiden Ausschüssen?
Ja, auch ziemlich viel, wie Sie sich vorstellen können. Vielleicht bloß noch eine Bemerkung zu den Ausführungen von Professor Pitzdorfer. Und zwar ist mein Ansatz, neben den gesamten gesundheitlichen Daten, die natürlich immer überwacht und beobachtet werden müssen, auch jetzt im Herbst, aber es ist schon auch so, dass wir auch als Fraktion den Ansatz haben, das gesamte Gesundheitssystem ist ja in der Art staatlich reguliert. Da greift der Staat in einer so derartigen Weise ein wie in wenigen anderen Sektoren unserer Gesellschaft. Und da ist es schon so, dass das ganze Fundament natürlich auf den Steuergeldzahlern basiert. Das ist leider so. Und damit auch von der Wirtschaft. Das heißt, natürlich müssen wir schauen, dass die gesundheitliche Vorsorge betrieben wird unter Einhaltung von verhältnismäßigen und angemessenen Maßnahmen. Aber wir müssen auch immer wieder bedenken, wenn wir keine funktionsfähige Wirtschaft haben, und das Beispiel mit der Automobilindustrie, die ihre Produktion umgestellt haben, ist ja da schon ein leuchtendes Beispiel dafür, dass sich die Wirtschaft bereits umorientiert, weil sie nicht nur durch gesundheitliche Ausnahmesituationen vielleicht, sondern dass sie vor allem auch wegen politischen Maßnahmen, nämlich durch den Lockdown, jetzt gezwungen sind, sich umzustellen und die ohne den Lockdown nicht müssten. Und dass die Automobilindustrie nur ein Beispiel, da gibt es andere Branchen wie der Gastronomie oder auch der Reisewirtschaft natürlich noch schlechter, das wissen wir alles. So, aber jetzt vielleicht kurz zurück zur Familie, weil das ist natürlich schon dringend, dass sich aktuell auch immer mehr Eltern auch organisieren und doch durchaus mobil machen, vor allem gegen die Reglementierungen in der Schule, weil es einfach unverhältnismäßig ist, das ist auch meine Meinung, dass man, wenn man Kinder in die Schule lässt und den Präsenzunterricht natürlich aufrechterhalten möchte, da muss man schon genau abwägen, ob man Kindern wirklich zumutet, ständig Masken tragen zu müssen, obwohl nach Arbeitsschutzverordnungen diese FFP2-Masken, lass es sein, circa 75 Minuten nur getragen werden dürfen. Eine Doppelschulstunde aber 90 Minuten dauert. So. Und da haben wir natürlich schon auch ein gesundheitliches Problem für unsere Kleinsten in der Gesellschaft. Und da verstehe ich schon die Eltern, die reihenweise mittlerweile vor dem Landratsamt in verschiedenen Landkreisen in ganz Bayern immer wieder auf sich aufmerksam machen, um eben diese Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen zumindest in der Schule und in den Kitas, in den ganzen Erziehungsbehörden dann letztendlich auch anzumahnen. Und zum Petitionsausschuss, letzter Satz, ist natürlich schon interessant für mich, dass man da immer an der Front ist, dass man immer auch am Puls der Zeit schauen kann, welche Themen gerade aktuell wichtig werden und auch schon wichtig sind. Das sieht man dann auch, wie viele Menschen diese Petitionen mitzeichnen. So haben wir auch frühzeitig schon erkannt, dass die Stimmung jetzt doch auch dreht, dass nämlich in der ersten Phase schon viele Petitionen gestartet wurden, den Lockdown zu beenden, dass daraus ja auch Bürgerproteste ergeben haben und immer mehr einfach ja, sich fragen, ob sie einer Regierung ausgeliefert sind oder ob sie doch selber noch als Bürger irgendwelche Einflussmöglichkeiten haben. Und da ist es leider schon so, also mein politisches Tagesgeschäft ist es natürlich schon in der Opposition immer wieder auf Dinge aufmerksam zu machen, auch wenn man sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht ohnmächtig fühlt. Aber das nehme ich hin. Aber ich verstehe schon jeden, der das nicht mehr hinnehmen möchte, der wirklich meint, ja, und deswegen ist es auch so wichtig, diese demokratischen Mitgestaltungsprozesse einzuhalten, weil irgendwann haben wir sonst eine Situation, wo sich die Leute eigentlich fragen, wie kann ich denn überhaupt in diesem Land noch was ändern? So, muss ich da auf die Straße gehen oder muss ich da noch mehr machen? Und das ist auch eine Form von Extremismusbekämpfung sogar, wenn man, was ich jetzt nicht unterstellen möchte, aber wenn man diese Leute natürlich schon ernst nehmen muss, dass sie dann immer wieder darauf hinweisen und sich diese Bürgerproteste eben sammeln. Okay, komme ich noch drauf, aber ich nehme an, ich sehe, der Herr Ernsthoff hat fleißig Stichpunkte notiert. Wollen Sie noch darauf eingehen, weil es eine Replik? Wenn ich darf, Ja, selbstverständlich. gerne. Also ich möchte noch mal zum Thema Wirtschaft und Corona und Gesundheitswesen und all diese Dinge nur eine kurze Anmerkung machen. Dieser Vorteil des deutschen Systems im Gesundheitswesen und Pflegebereich ist, dass wir über mehrere Säulen finanzieren. Einmal natürlich die Beiträge, die wir einziehen aus Arbeit. Das ist mitentscheidend. Und wenn es der Wirtschaft gut geht,
Jetzt haben wir volle Kassen in den Krankenkassen, in der Arbeitslosenversicherung, in der Rentenversicherung, überall. Und dass das auf mehreren Säulen ist, ist gut, weil wir einmal hier die Beitragserwirtschaftung haben, aber natürlich auch dann, und so machen wir es ja im Gesundheitswesen, dass wir hier auch Steuermittel als Querfinanzierung dazugeben. Das, glaube ich, ist ganz, 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 ganz wichtig. Und Sie haben die Autowirtschaft angesprochen. Das Thema der Autowirtschaft ist nicht nur Corona. Also das muss man ganz klar mal sagen. Wir haben in der Automobilwirtschaft einen Prozess, der eine Umstellung notwendig macht, dass wir vom Verbrenner hier heute halt auf Elektromobilität, auf Hybrid, auf all diese Dinge momentan setzen. Und hier hat vielleicht auch die Automobilwirtschaft schon zu lange gewartet, auch und was ein Hauptpunkt ist, dass wir heute halt auch in einigen Firmen mit Betrug zu tun haben, dass hier Leute am Werk waren, die hier nicht sauber gearbeitet haben und dass hier die Automobilwirtschaft in einer relativ schwachen Situation dann auch noch jetzt mit dem Thema Corona belegt wird. Abgas. Ich möchte hier nicht, ganz klar, Abgasskandal, ich möchte hier niemanden verurteilen, aber auch keinen heilig sprechen, aber dass hier nur alles Corona ist, ist mit Sicherheit nicht der Fall. Punkt 1. Punkt 2, das Thema Zumutung für Kinder, Zumutung für Eltern und dergleichen. Ich kann das alles verstehen, da ich selber Vater von zwei Kindern bin und meine Frau als Erzieherin arbeitet und ich es hautnah miterlebe und dass man auch merkt, dass Eltern natürlich massiv darauf drängen, dass sie ihre Kinder in die Einrichtungen geben können, weil sie natürlich auch ihrem Beruf nachgehen wollen. Das ist völlig klar. Aber trotzdem muss man natürlich schon auch hier immer wieder ausloten, was ist zumutbar, was geht überhaupt nicht und was wird vielleicht auch überhöht dargestellt und wo Leute dann Dinge bewerten, wo sie vielleicht auch keine Fachkenntnis haben. Und ich möchte zum endgültigen Punkt auch nochmal sagen, wir erleben es ja sehr, sehr oft und Sie wissen ja mit mehreren Hunderten von Bürgergesprächen, die ich jährlich führe, entweder halt jetzt digital und am Telefon, sonst aber natürlich auch in meinem Wahlkreisbüro. Ich habe momentan die Wahlkreisbüros geschlossen. Wir tauschen uns also nur noch digital aus, weil ich nicht irgendjemanden hier in Schwierigkeiten bringen will und auch mich schützen will, muss ich auch dazu sagen. Das gehört ja auch zur Wahrheit. Ist es so, dass natürlich viele die Probleme beschreiben, aber vom Beschreiben eines Problems, das wir vielleicht selber schon kennen, löse ich ja kein Problem. Das ist ja immer der Punkt, dass man, Söder hat hier einen ganz, ganz schmalen Grat vorbei angefangen. Gerade im ersten Lockdown, wo er gesagt hat, so, wir machen das jetzt so, 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 so und ist da früher auch reingegangen. Da sind Tage und auch Stunden können hier entscheiden, ob etwas aus der Situation gerät oder ob man Herr des Handelns ist. Und das wird natürlich oft auch als Populismus oder dergleichen dargestellt. Aber ich glaube, dass er bei vielen Dingen recht hatte, dass er viele Dinge in Bayern sehr, sehr gut gelaufen sind und dass die Länder in Europa und auch diejenigen, die Bundesländer hier bei uns, die eher zögerlich waren und gewartet haben, dass die andere Zahlen hatten und dass das natürlich schon ein Problem dann ist. Nachher die Sache zu erklären, das ist einfach. Aber Hinterher ist man vorher immer und danach schlauer, klar, ja. den Mut haben, dass man drauf geht. Und das entscheidet, dass sowas kann auch natürlich anderen auf die Füße fallen. Und die zahlende Zustimmung, jetzt beim ersten, aber auch jetzt die Maßnahmen, die wir haben. Und es gibt ja genügend Umfragen, Demoskopen, die uns das immer wieder berichten. Da komme ich Der gleich drauf. Großteil der Menschen sagt ja, uns gefällt es zwar nicht, aber es ist richtig, was er tut. Manche gehen sogar noch drüber hinaus und sagen, lieber jetzt härter, dass dann einfacher wird. All diese Dinge muss man natürlich verantworten können, das ist vollkommen klar. Und für diejenigen, die jetzt demonstrieren, kann ich nur sagen, die Entscheidungen werden nicht auf der Straße gefällt, sondern am Verhandlungstisch. Ja, Elster, Meldet euch da bei den komme ich, da komme Abgeordneten, wir bringen es an. da komm ich gleich drauf, auch auf die Gerne. Begleitumstände, Jawohl. weil wir sollten auch noch um die gesellschaftlichen Veränderungen reden, die ja zum Beispiel jetzt mit Beschimpfungen oder mit Demonstrationen. Aber der Fairness halber, Herr Huber, haben Sie hier eine Replik Ja. auf den Herrn Ilsdorfer?
Ja, zum Thema Wirtschaft ist es natürlich schon so zu sagen, dass es nicht nur Corona ist und dass Corona nicht als Ausrede oder Alibi für alles Mögliche jetzt herhalten darf. Da bin ich dabei. Und das haben wir auch schon sehr früh angemahnt, dass Corona jetzt praktisch ein Alibi für die verantwortliche Politik sein kann. Die Fehlentwicklung der letzten Jahre, sei es die aus meiner Sicht fehlgeleitete Umstellung von Verbrennern auf Elektromotoren, die ja zu Arbeitslosigkeit früher oder später in der Automobilindustrie führen wird, oder auch andere Fehlentwicklungen wie die Wirtschafts- oder auch die Finanzpolitik, Stichwort Euro. Da ist es nämlich so, dass wir jetzt auch mit dem Alibi Corona eine EU-Transferunion bekommen. So, wir sind verstanden, nochmal einig. Eine Transferunion. Und das zeigt sich ja daran konkret, dass wir auch als Bundestag beteiligt sein an diesem Wiederaufbaufonds, dem ja jeder Mitgliedstaat in der Europäischen Union zustimmen muss. Und das sind ja mehrere hundert Millionen Euro sind da in dem Topf, was letztendlich von Deutschland in unsere europäischen Nachbarländer umverteilt werden. Und als dieser europäische oder EU-Wiederaufbaufonds konzipiert wurde und berechnet wurde, da wurde jetzt aber nicht berechnet, wie viel hat jetzt Italien oder Spanien in den Monaten von Februar bis April 2020 verloren an Wirtschaftskraft, sondern, und das ist für mich das ausschlaggebende Argument, dass Corona hier wirklich nur ein Alibi ist, da wurden die Wirtschaftsdaten von 2019 hergenommen, um zu berechnen, wie viel Deutschland jetzt den europäischen Nachbarländern schuldet. Und da muss ich schon sagen, da wird mit dem guten Glauben der Bevölkerung und dem guten Glauben an eine ordentliche Gesundheitsvorsorge wird da aus meiner Sicht gespielt von der herrschenden Politik, dass man nämlich den Geldbeutel nur weit genug öffnet, um diese politischen Maßnahmen mitzutragen. Und da werde ich an der Stelle auch mal emotional, wobei ich normal eher ein ruhiger Mensch bin, wenn das so eingeschätzt wäre, dass sowas nicht geht. Weil das ist dann mit der Gutgläubigkeit der Menschen, die das jeden Tag in den Zeitungen lesen, in den Medien, in der Tagesschau auch hören, von den Politikern mantraartig auch immer wieder vorgesetzt bekommen, dass sie damit irgendwie ausgeschmiert werden. Und das verstehen immer mehr Leute. Und da muss man sich dann auch nicht wundern, dass die Leute schon auch auf die Straße gehen nochmal, weil sie den Eindruck bekommen, ich bin jetzt kein verantwortlicher Politiker in der Regierung, aber weil sie den Eindruck bekommen, als würden sie gar nicht mehr gehört werden. Okay, das wäre natürlich jetzt noch ein Komplex, auf den man noch weiter eingehen könnte, aber ich glaube, wir haben uns da, die Meinungen sind klar. Und ich würde jetzt, ich habe es ja schon angesprochen und der Herr Ilsdorfer hat es ja bereits in einem seiner Statements ja auch schon mit eingebaut. Ich würde jetzt gerne auf den Beipackzettel dieser Pandemie kommen, das heißt also auf, ja. Es gibt ja diesen Spruch, die Medizin sollte nicht schlimmer sein als die Krankheit. Und deswegen komme ich jetzt auf die Begleitumstände. Und zwar Verhältnismäßigkeit der Maßnahme und Veränderungen in der Gesellschaft. Betrachtet man sich die Umfragen, Herr Elsdorfer hat ja bereits eine zitiert, dann gingen die mittlerweile aktuell, waren sie bei 80% der Zustimmung, jetzt sind sie irgendwo bei 60%. Ich gebe zu, Umfragen sind immer so eine Sache, es gibt mehrere dazu, aber jetzt greifen wir es einfach mal 60%. Es gibt auch welche, auch das haben Sie, Herr Ilsdorfer, vollkommen richtig erkannt, die sagen, die bisher getroffenen Maßnahmen gehen mir viel zu wenig scharf ran. Ich hätte ganz gern noch eine Verschärfung dieser Geschichte. Das wäre der eine Teil. Der zweite Teil wäre aber, mittlerweile mahnen auch seriöse Wissenschaftler vor den sogenannten Kollateralschäden. Alles, was da passieren kann, wenn man diese Maßnahmen einhalten möchte, ist ein bisschen schwierig oder macht dann, ist vollkommen klar, werden Sie mir beide recht geben, es macht der Bevölkerung einfach das Leben schwer. Aber okay, so ist es heute nochmal. Wir müssen heute darauf reagieren, damit wir uns nicht anstecken und andere nicht anstecken. Aber das schadet ja auch dem Medizinbereich, wenn auf der anderen Seite, auf der einen Seite kommen mehr Corona-Patienten in die Krankenhäuser, auf der anderen Seite gibt es immer mehr Depressive mit psychologischen Problemen, die müssten dringend behandelt werden, können aber nicht, und das ist der sogenannte Kollateralschaden. Der Herr Huber hat es angeschnitten, es gibt genügend Eltern, die sagen, die Sache mit den Masken ist ein Riesenproblem.
Ich würde aber mal behaupten, es gibt auch viel im Dunkeln, Masken helfen nichts und so weiter, was ja alles nicht stimmt. Auch die Leute sollen ja ruhig ihre Meinung haben, aber Masken sind halt momentan das einzige Ding, das wir haben. Und wenn ich die Ausbreitung des Virus damit vermindern kann, ja, mein Gott, wie will ich erklären, dass Maskentragen Blödsinn ist? Man kann sich jetzt über Stoffmasken und FFP2 unterhalten, aber ist wieder ein ganz anderes Thema. Jetzt gehen wir mal von diesen Depressionen weg, sondern in die wirkliche gesellschaftliche Veränderung, die man also mitkriegt, wenn man in die sozialen Netzwerke geht. Das ist ein Hauen und Stechen, keiner versteht den anderen, keiner will den anderen verstehen. Man knüppelt sich mit allen möglichen Beschimpfungen und Diskreditierungen zu. Gleichzeitig gab es ja auch Politiker, die also von Covidioten und ihr seid Nazis und weiß der Teufel was. Das haben sie jetzt zum Beispiel nicht gesagt, als sie die Demonstrationen ansprachen, Herr Elsdorfer. Aber es kann doch nicht sein, dass irgendjemand, der sich, wie ich es eingangs gesagt habe, der sich das zu Herzen nimmt, was zum Beispiel unser Bundespräsident erzählt hat, ja, selbstverständlich kann man das kritisieren, man kann auch anderer Meinung sein, zumindest darf man fragen, wenn die das in Form einer Demonstration durchführen. Das kann doch nicht falsch sein. Oder was geht Ihrer Meinung nach in dieser Gesellschaft? Was macht Corona aus uns? Werden wir zu sehr aggressiv? Also ich glaube, man muss das wirkliche Leben und das Leben in den sozialen Netzwerken gänzlich voneinander trennen. Im wirklichen Leben stelle ich fest, dass vor allem bei der älteren Generation, die im Endeffekt natürlich auch, wenn sich jemand infiziert, eine relativ hohe Sterberate hat, dass hier die Angst einfach da ist, die aber einhergeht mit einer Vereinsamung. Das Thema Vereinsamung, gerade auch in den Pflegeeinrichtungen, in den Heimen, in den Altenheimen oder auch beim betreuten Wohnen, das ist schon ganz wesentlich. Also da kommen wir an Grenzen. Mit sowas hatten wir auch noch nie etwas zu tun, dass man sich von innen her abgeschottet hat, dass man Gäste, dass man Familie, dass man Freunde, dass man diejenigen, die es einem gut meinen und die im Endeffekt ja auch der soziale Kitt, wie wir immer sagen, sind, dass wir die jetzt aussperren, weil sie im Endeffekt die Überträger sein können. Das ist eine bizarre Situation. Und hier die richtigen Lösungen zu finden, hier auch das richtige Maß zu finden, dass man hier die Vereinsamung nicht noch weiter vorantreibt, das ist ein Punkt, der treibt mich extrem um. Das ist das eine. Das zweite ist der ganze Bereich der Kinder und Jugendlichen und somit auch in dem Bereich der Vereine. Ob das der Musikverein ist, ob das der Sportverein ist, ob das, ich sehe es bei meinem Sohn, der war beim Theater jetzt dabei in Nandlstadt, die hätten am Brandner Kasperl gespielt, die haben seit 1,5 Jahren und die Proben und was ist jetzt? Zweimal verschoben und jetzt muss abgesagt werden, weil es wieder nicht geht. Wo natürlich viel Geld auch in die Hand genommen worden ist, das jetzt auf einmal einfach weg ist. Und natürlich, wo traurige Kinder zurückkommen. Hier müssen wir Obacht geben. Und hier bekommt Familie dann auch nochmal eine andere Bedeutung. Hier müssen wir auch unterstützen und hier müssen wir immer schauen. Und deshalb haben wir ja täglich auch die Zahlen, die Infektionszahlen. Deshalb brechen wir die auch runter nach Landkreise. Brechen die runter auch nach Gemeinden und versuchen, so viel wie möglich ist, an Normalität zu lassen. Ein sensibles Vorgehen ist, glaube ich, hier ganz, ganz wichtig. Und dann haben wir die sozialen Netzwerke. Und im sozialen Netzwerk kann natürlich jeder seine Meinung äußern, wieso auch. Und man merkt aber, dass in den sozialen Netzwerken härter diskutiert wird, dass in den sozialen Netzwerken auch beschuldigt wird, mit dem Finger drauf gezeigt wird. Das ist natürlich schon eine gesamtgesellschaftspolitische Situation, die wir auch vorher schon bemerkt haben und die jetzt natürlich durch diesen Stresstest, unser Ministerpräsident nennt das immer Charaktertest und der Florian Herrmann auch, dass man hier angespannter wird. Und ich kann für mich persönlich sagen, ich habe das Glück, dass ich natürlich auf dem Land wohne.
Und dass ich einen riesen Garten dabei habe, von daher ist es für mich persönlich und auch was meine Kinder und Familie betrifft, ist das eine ganz andere Situation, wie wenn ich heute in München oder in der Stadt Freising oder sonst irgendwo wohne, wo ich hier in einer geschlossenen Umgebung von 70 Quadratmeter bin. Da schaut das schon nochmal anders aus. Und dass sich da etwas anstaut, die sich dann auch entlädt in Wut und wo man natürlich seine Situation hat, da wo man sagt, so, jetzt haben sie mich schon eingesperrt, ich darf das nicht tun, das nicht tun und das nicht tun, kein Volksfest und kein Musikverein und nichts darf ich machen. Und was ist jetzt noch? Jetzt darf ich nicht einmal mehr mit meiner Familie zum Essen gehen oder mal auf ein Bier in eine Kneipe gehen. Ja, sagt mir die, was kommt jetzt Neues? Dass sich das anstaut und dann entlädt. Das gefällt mir zwar nicht, wenn es mich persönlich betrifft, aber das müssen wir auch von der politischen Seite her aushalten. Also ich Und fand nicht ihr jeder, letzter ja. Satz, nicht jeder, der demonstriert und hier seinen Unmut kundtut, da soll man schon vorsichtig sein, muss irgendwo in die rechte Ecke oder linke Ecke oder sonst irgendwo hingedrängt werden. Das sind nicht Leute, die hier im Endeffekt die Extremen oder was sind. Sicher sind auch welche dabei. Ganz klar hat man überall. Aber es gibt auch viele, die Angst um ihr Land haben, die Angst um ihre persönliche Situation haben. Und von daher die dann zu stigmatisieren, das ist nicht meine Art von Politik, sondern hier muss man zuhören, hier muss man erklären, 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 erklären und wenn möglich ist, danach helfen. Okay, also ich fand, Herr Huber, sofort, ich fand Ihren Hinweis sehr, sehr hilfreich, dass man natürlich unterscheiden muss zwischen dem Leben im sozialen Netzwerken und dem wirklichen Leben. Das scheint bei vielen einfach außer dem Mangel an Empathie nicht vorhanden zu sein. Aber okay, ich sehe, Herr Huber schaut ein bisschen grimmiger, er möchte unbedingt was dazu sagen. Ja, das mit den sozialen Medien ist natürlich schon so, dass man es jetzt nicht eins zu eins übertragen kann, aber viele sagen vielleicht in den sozialen Medien tatsächlich das, was sie sich wirklich denken. Und von daher darf man das nicht unterschätzen, sondern die sozialen Medien sind aus meiner Sicht eher noch ein Frühindikator für die gesellschaftlichen Entwicklungen, die sich dann vielleicht in der Folge daraus ergeben. Und wenn ich jetzt, der Herr Ilser von Nandlstadt angesprochen, wenn ich da jetzt neben der ganzen aufgestauten Wut durch die Beschränkungen dann auch noch in der Zeitung lesen darf, in einem Freisinger Lokalblatt, dass jetzt auch Leute, die Teddybären oder andere Kuscheltiere vor das Rathaus bringen, vielleicht mit einer diskussionswürdigen Schrift dazu, aber letztendlich nur für ihre eigene Situation aufmerksam machen wollen, dass die dann teilweise in ein Licht geschrieben werden, wo sie überhaupt nicht hingehören, dann müssen sich die etablierten Parteien nicht wundern, dass wir als Opposition immer mehr Zulauf bekommen, weil dann ist es gesamtgesellschaftlich doch so, dass neben den ganzen Beschränkungen im alltäglichen Leben, dass sich dann auch eine Beschränkung in der sogenannten Meinungsfreiheit manifestiert, dass man nämlich dann irgendwo eingeschränkt wird, was man noch sagen darf und was man vielleicht nicht mehr so sagen darf. Und das macht sich natürlich dann Raum und Luft in den sozialen Medien, wo sich viele vielleicht anonymer fühlen. Das darf man alles nicht unterschätzen bei der Situation. So, und wir als Landkreis Freising, als Landkreis Pfaffenhofen und Schrobenhausen sind natürlich schon auch in der glücklichen Lage, auch ländliche Gebiete zu haben. Allerdings ist die wirtschaftliche Entwicklung schon auch so, und deswegen hat sich auch bei uns sehr viel aufgestaut, dass nämlich im Vergleich zum Vorjahr sind wir landkreisweit unter den Top 10 also aller Landkreise in Deutschland, nämlich bei den Zahlen, dass sich die Arbeitslosigkeit nach oben entwickelt hat, prozentuell. Und das darf man alles nicht unterschätzen. Das spielt natürlich auch mit rein, dass wir in einer Flughafenregion sind, die natürlich besonders betroffen sind, nämlich dass der Flughafenregion München, Freising und auch Frankfurt bundesweit mit am stärksten betroffen sind. Und das sind alles gesellschaftliche und soziale Entwicklungen, die wir ganz eng beobachten müssen. Und das sage ich wirklich im Abwägungsfall, und Hilfe hat auch die älteren Menschen angesprochen. Da ist als Lösung auch bei uns im Familienausschuss diskutiert, warum lassen wir es den Leuten nicht selber in ihrer freien und eigenständigen Entscheidung selbst zu entscheiden, wie weit sie gehen wollen und wie weit nicht.
Also ganz konkret, wie oft sich auch ältere Menschen noch mit anderen Mitmenschen treffen wollen, wie sehr sie ihr eigenes Risiko auch dabei einschätzen. Weil mittlerweile nach den Monaten in der medialen Diskussion glaube ich, dass jeder so gut aufgeklärt und so gut informiert ist, dass er seine eigenen persönlichen Risikoeinschätzungen treffen kann, dass er selber entscheiden kann, was richtig ist für ihn und was nicht. Und da braucht es aus meiner Sicht keinen staatlichen Zwang, der von der Politik verordnet ist, sondern da braucht es mehr Eigenbeteiligung, mehr Eigenentscheidungsmöglichkeiten für die Leute selber. Okay, weil Sie gerade das Freisinger Tagblatt oder wie das Blatt bei euch drüben in Freising heißt, genannt haben, ein bisschen pluralistisch muss ich noch dazu sagen, gibt es auch in Pfaffenhofen so komische Meldungen der Heimatzeitung. Die letzten Tage, ich glaube vorletzte Woche war es, haben in Ingolstadt, ich glaube, so Querdenker demonstriert. Wie war die Überschrift? 300 Maskenverweigerer demonstrieren. Okay, bin ich jetzt nicht ganz überrascht, aber dann lese ich mir den Artikel durch. Im Artikel wird geschrieben, nö, die haben alle schön brav ihre Masken aufgehabt. Und gleichzeitig wurden dann noch Bilder dazu veröffentlicht, wo wirklich nur Maskenträger gezeigt wurden. Und jetzt haben wir das Problem, wer nur Überschriften liest, kommt natürlich hier ins falsche Fahrwasser und denkt sich natürlich schon wieder, guck mal an, die bösen Demonstranten, die wollen uns alle töten. Übertrieben, aber okay. Gut, wir sind jetzt bei 1,22. Ich muss ein bisschen... Ist es unbedingt wichtig, Herr Elsdorf? Wollen Sie noch mal kurz dazu sagen? Ich wäre nur Antwort gewesen, weil in Anderstadt noch mal angesprochen worden ist. Ich habe von der Theaterwirtschaft hier gesprochen, was den Bereich Brandner-Kaspar betroffen hat. Und der Kollege hat ja hier das Thema am Rathaus angesprochen. Da ging es ja nicht um Teddybären und Stoffviecher oder sonst irgendwas, sondern hier wurde das Wort Kindesmissbrauch komplett gleichgezogen mit Maskentragen. Und ich glaube, dass eine Maske im Schulunterricht für 6 Stunden zu tragen ein Unterschied ist wie ein Kindesmissbrauch. Und Kindesmissbrauch hier, diese Verwahrlosung der Wortwahl, das ist nicht nur eine Geschmacklosigkeit, sondern das ist einfach hier auch politisch unhygienisch. Das möchte ich hier nochmal sagen, das ist der Punkt 1. Zweitens zu den Arbeitslosenzahlen. Tatsache ist, wir sind immer noch unter 3%, auch wenn wir hohe Steigerungsraten haben, weil wir auch eine hohe Beschäftigungsquote haben. Und Tatsache ist, dass wir hier mit unseren unter 3% immer noch in der Vollbeschäftigung sind. Und natürlich geht es auch oft um das Thema Freiheit. Und das Thema Freiheit definiert zumindest ich so, hier, wo die Freiheit jeder Gruppierung oder wo auch immer eingeschränkt wird und wo man Gefahr läuft, die Freiheit des anderen in irgendeiner Form zu beschränken, durch Krankheit oder sonst was, hört die Freiheit für sich selber auf. Und Freiheit definiert sich für mich immer am Schwächeren, am Kranken, am Behinderten, all diese Dinge. Und ich glaube, die FDP macht es oft, dass sie hier auch das Wort Freiheit wirklich benutzt. Bei aller Wertschätzung, Freiheit ist ein wichtiges Gut, aber Freiheit kann auch nicht dazu dienen, dass junge, gesunde, aktive ihr Leben uneingeschränkt ordentlich fortführen können, wie wenn nichts wäre, und andere dann die Rechnung dafür zahlen. Das ist nur meine Meinung. Ja? Okay, ich muss mal irgendwann nochmal in den Duden reinschauen, wie die Definition von ich will nur eine kurze Antwort geben. Okay, aber okay, kommen wir zum Schluss. Wir waren ja bei Stichwort gesellschaftliche Veränderung. Wir haben schon mal festgestellt, okay, das digitale Leben ist anders als das wirkliche Leben. Und am Schluss möchte ich Sie konfrontieren mit einer Umfrage, die meiner Meinung nach, wer ein gewisses Alter hat, der erschrickt bei dem. Und zwar, es geht darum, was würden Sie denn tun? Es geht um Denunziantentum. Die Umfrage. Ich habe jetzt nicht verstanden, um was geht's? Denunziantentum. Okay. Ja. Die Umfrage ist relativ frisch. Also, ich zitiere. Würden Sie bei den zuständigen Behörden melden, falls sich Ihre Nachbarn in den kommenden Wochen nicht an die verschärften Corona Schutzmaßnahmen halten? Ich spanne sie nicht lang auf die Folter. 22% würden das tun. Die große Mehrheit sagt, nee, würde ich nicht tun. Jetzt kommt aber das Schlimme daran.
dieselbe Frage, wenn Sie es anonym tun könnten. Ja, und zwar würden das 10%, also nochmal 10% mehr machen. Trauen Sie sich eine Beurteilung dieser Geschichte zu hinsichtlich der gesellschaftlichen Veränderung? Bewegen wir uns hier auf einem Gebiet, wo man sagt, nee, finde ich nicht gut? Wer würde? Ich könnte gerne beginnen, weil da fällt mir der Kandidat von der SPD ein, der ja schon frühzeitig vorgeschlagen hat, was jetzt auch in der Bundesregierung diskutiert wird, inwiefern wir auch den privaten Bereich reglementieren können. Und da brauche ich mich nicht wundern, wenn jetzt nochmal ein Karl Lauterbach sagt, wir brauchen auch Beschränkungen im privaten Bereich. Und andere sagen dann obendrauf, man... Darf ich kurz dazwischen grätschen? Er hat das auch wieder richtig gestellt. Okay. Er hat es am Anfang gemacht und dann hat er aber sofort, nachdem er gemerkt hat, oh, ich glaube, ich habe mich da ziemlich doof ausgedrückt, er hat sofort auf Twitter richtig gestellt, nee, ihm ist schon klar, dass es ein hohes Gut ist, die Unverletzlichkeit der Wohnung. Gut, dann sage ich danke an ihn und auch an Sie, Herr Schubeck, für die Klarstellung. Dass er das nämlich eingesehen hat, weil das ist dann schon ein Bereich, wo wir uns wirklich fragen müssen, als Politik ist man zuständig, dass dieses Land läuft. Man ist zuständig dafür, dass die Daseinsvorsorge funktioniert, aber man ist auch dafür zuständig, und das unterscheidet meinen Freiheitsbegriff vielleicht auch ein bisschen von dem vom Herrn Ilsdorfer, dass man schon die größtmögliche Selbstbestimmung auch den Leuten immer wieder lässt, dass man zwar Rahmenbedingungen schafft, aber am Ende des Tages auch unser gesellschaftlicher Wohlstand, die Wirtschaftskraft, immer von freien Entscheidungen sich ableitet und auch die Sicherung des Gesundheitssystems sich immer wieder von freien Entscheidungen, dass sich Leute freiwillig zusammentreffen wollen, dass sich sie freiwillig zusammen ein Projekt, ein Unternehmen starten wollen, dass sich das Ganze auf dieser Basis immer wieder manifestiert. Und das ist dazu einfach meine Botschaft nochmal, dass man diese Freiheit auch nicht insofern gefährdet, dass man jetzt irgendwelche Nachbarn auffordern sollte, jetzt nur doch bitte in der Nachbarschaft, in der eigenen Straße nachschauen, ob alle Masken kommen. Also das, glaube ich, das unterstelle ich jetzt keinem, aber das ist wirklich so ein dystopisches Bild für die Zukunft. Ich glaube, das wollen wir alle nicht. Ich glaube zwar eher, es ging hier um das, dass die Beschränkung ist ja momentan beim jetzigen Lockdown light. 10 Personen dürfen sich treffen aus 2 Haushalten. Da passt ganz gut, dass die Leute öfters mal nicht verstehen, warum fahre ich denn in einem überfüllten Bus, in einer überfüllten U-Bahn, in einem überfüllten Zug in die Arbeit. Auch alle schön mit Masken und schön dicht gedrängt, aber abends darf ich nicht mit meinem Freund in die Kneipe gehen. Also okay. Also wird man wahrscheinlich ausweichen ins Private. Wird sagen, okay, wir gehen nicht in die Kneipe, wir treffen uns zu dritt bei uns. Und wenn Sie dann natürlich einen netten Nachbarn haben, der den anderen schon nie mochte, ja, der ruft natürlich an und sagt, Achtung, Achtung, Ruhestörung. Und wegen Ruhestörung muss die Polizei ja kommen. So, aber okay, Herr Elsdorfer, wir waren bei den gesellschaftlichen Veränderungen und speziell bei der Umfrage mit dieser ja, unangenehmen Denunziantengeschichte. Also ich kann nur für mich antworten und ich kann sagen, ich bin von solchen Sachen, da bin ich nicht anfällig dafür, weil das bayerische Leben und Leben lassen bei mir ein wesentlicher Punkt meiner DNA ist. Mhm. Es ist natürlich klar, dass hier durch die Schließung in der Gastronomie vielleicht halt die Gefahr auch besteht, dass sich jetzt nicht bloß aus 2 Haushalte jemand trifft, oder dass man halt hergeht und sagt, ah, Geburtstagsfeier oder irgend so etwas. Und trotzdem glaube ich, dass wir den Menschen auch zutrauen sollten, dass sie verantwortungsbewusst handeln. Ich glaube, viele halten sich daran, aber viele ist halt nicht alle und wir werden alle auch nicht davon überzeugen. Aber ich glaube nicht, dass es zu Massenanzeigen oder sonst irgendwas kommt. Herr Schubert, Sie haben das genauso beschrieben, wie ich vermute, dass es auch laufen wird. Wenn ich einen Nachbarn hätte, da wo sowieso seit Jahren irgendwie Schwierigkeiten oder was gibt, dann glaube ich, ist die Schwelle deutlich geringer, wo man sagt, so, und jetzt habe ich hier eine Möglichkeit und jetzt kehrt er mal. Ich glaube, Menschen sind da Menschen
Und da kann natürlich sowas auch passieren. Ich möchte es niemandem unterstellen, aber im Endeffekt ist es halt so, auch wie beim Thema Ruhestörung. Und von daher glaube ich, dass das nicht die Auswirkungen haben wird. Und ich glaube schon, dass wir in Deutschland auch noch ein Land und eine Bevölkerung sind, die mit diesen Dingen auch umgehen kann. Okay, jetzt haben Sie die Fahne der Bayern wieder hochgehoben. Also für alle, die das dann auf YouTube in Deutschland sehen, nehmt ein Beispiel, bestimmte Sachen muss man einfach Bayern sein. Okay, Herr Huber, noch irgendetwas offen? Ja, das Oh. bayerische Leitbild, da kann ich natürlich nahtlos anknüpfen. Vielleicht eingehend auch zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Also wir sind jetzt hier in der Doppelsitzungswoche. Morgen ist auf der Tagesordnung am Freitag eben diese dritte Änderungen der epidemischen Lage. Die Meinungen dazu sind ja ausgetauscht. Man freut sich natürlich, wenn man dann am Wochenende immer wieder nach Bayern zurück kann. Und insofern sage ich schon mal vielen Dank vorab für die Diskussion, für die Gelegenheit und wir freuen uns wieder auf Bayern. Ja, okay. Ich gönne es Ihnen. Berlin ist zwar immer eine Reise wert, aber Sie zwei müssen ja permanent dahin. Aber okay. Also ich drücke Ihnen weiterhin die Daumen, dass Sie ein gutes Händchen haben bei allem, was zu beschließen ist, bei allem, was in den Ausschüssen zu bereden ist. Ansonsten, ich fand, aber das überlasse ich dann den Bewertungen in den sozialen Netzwerken, ich fand, es war ein sehr angenehmes Gespräch, ein sehr kompetentes Gespräch. Und war kontrovers. Man konnte sehen, aha, der Vertreter der Regierungspartei argumentiert so, der Vertreter der größten Oppositionspartei argumentiert so. Jeder kann sich eine Meinung bilden. Also nochmal, ich bedanke mich und ja, bleibt gesund. Ich danke ebenfalls. Alles Gute, gell? Für Okay, Gott. für Dann Gott. bis zum nächsten Mal. You are ready to wake up.